Frag mich, wie viele es jetzt noch gibt, so von diesen Bären. Wie viele gibt es insgesamt und wie viele haben wir davon schon? Weiß ich gar nicht. Wie viele haben wir jetzt? Drei haben wir mindestens. Von der Frau, von der Zwerg, von der Jahrmarkt-Dingen. Weiß nicht, wie viele gibt es? Ach ja, eine habe ich gekauft. Eine habe ich gekauft. So, da nochmal ein paar Sabären und hier. Da, da. Und hier noch das Goldene. Ja, also da haben wir, denke ich mal, ordentlich. So, Hühner, morgen dürft ihr wieder raus. Morgen ist nämlich ein schöner, sonniger Tag. Ich brauch jemand, der das hier für mich übernimmt. Ne? Also irgendwie so einen Angestellten, einen Knecht oder so. Dann eine Magd. Das wäre da mal was. Robin macht das ja nicht immer. Auf jeden Fall, das ist echt nervig. Kann man da nicht jemanden für anstellen? So, hier die Eier. So. Dann nochmal, da haben wir ein paar Eier mehr. So, so. Und wir hatten hier einmal Wolle. Gute Kaninchenwolle. So, Eier hier rein. Nein. Und die Mayo hier rein. Zack, zack, zack. Heuball. Auf jeden Fall brauchten wir Lehm. Kupferbarren, meine ich. Stein und Holz für die Silos, ne? Ah, ich denke schon, dass wir mit unserem Vorrat durch den Winter kommen werden. Ohne da was ankaufen zu müssen. So, komm mal her hier. Wir haben schon über 1000 Heu da jetzt drin. Wird doch wohl hinhauen. Hatte ich die Schafe nicht gestern erst geschoren? Ah, da ist Nektar oder so. Ja, ich habe die ganz bestimmt gestern erst geschoren. Mann, das Zeug, das wächst bei denen aber auch. Nun gut. Wollen wir uns nicht beschweren. Gibt hier alles Knete. So, da rein. Dann brauche ich hier Milch. Hier und die auch noch. So, Öl, Käse. Das passt. Das ist schon auch wieder richtig viel zu verticken hier. So, Gewächshaus haben wir eben. Nachschauen. Hier sind noch mehr Melonen. Nein. Wie oft muss ich dir das eigentlich sagen? Ich will es mir einfach nicht glauben. Hä? Gleichzeitig spielen und auf Uhr gucken funktioniert nicht. So. Kaffee haben wir auch wieder jede Menge. Weil ich mir den ganzen Kaffee hier immer machen soll. Gut. Dann erstmal wieder verteilen. So, so. Das ist aber auch alles gedüngt. Da. So, und jetzt nehmen wir mal. Oh, nehmen wir den Rhabarber. Weil der braucht 13 Tage. Dann nehmen wir erstmal die rote Beete. Bis wir die weg haben. Das ist ja, glaube ich, auch das, wo man Zucker draus machen kann. Gut. Und da rein. Ne, da brauchen wir nicht mehr hin.
Hä? Habe ich das nicht gerade schon gezapft hier? Ahornsirup. Da muss ich auch noch was dran machen. So, meine Enten. Ist wieder so ein Baum gewachsen, ey. Hauptsache das Küken macht jetzt die gleichen Geräusche wie die großen Enten. So, da. Entenei. Da, Entenei. Zack. Und hier die Mayonnaise. Okay. Mal ein bisschen hier wegmachen. So, Borrego, komm mal mit. Wir müssen gleich eben zu Robin. So, bleib mal hier. Da ist das weg. Da nehmen wir, oh, ich hab gar nicht. Ich muss erstmal Kupferbarren machen. Achso, ich habe keine Kohle. Ja. Ist ja gut. Okay, dann tun wir das weg, Und wir gehen in die Mine. Ein bisschen skillen. Guck mal hier, da ist was. Was macht die denn hier? Nein, das schenke ich lieber nichts, dann kriege ich wieder zu Hause Ärger. An den meisten Tagen versuche ich im Laden auszuhelfen. Das Geschäft läuft ziemlich schlecht, seit der Julia-Markt aufgemacht hat. Als ich da schon Geld gelassen habe, ey, dem kann es gar nicht so schlecht gehen. So, wollen wir jetzt gehen? So, da hat er Kohle gekriegt hier. Ha, hallo. So, da, Gold. Kann ich eigentlich aus Gold Iridium machen? Ich weiß es gar nicht. Falsche Taste. Hä, ich wollte mein Schwert haben. So, wieder Kohle. So ist gut. Aber jetzt ist hier kein Gegner mehr. Das heißt, wir könnten jetzt die Treppe nach unten gebrauchen. Hallo? Treppe? Also Leiter, wo bist du? Stimmt, den letzten Stein, den ich kaputt glaube hier. Da. Ah, da. Da ist zumindest schon mal direkt die Leiter. Muss man nicht lange suchen. Ja, hier ist Gold. Aber kaum Gegner. Ich wollte doch Gegner haben. Da ist einer. So. Ne, der ist es, bei dem Spiel ist es egal, wo man den guckt. Man trifft die trotzdem. Ne? Wir sind Zelda. Das ist ja nicht der Fall. Habe ich eben das Legend of Zelda Let's Play gestartet. Mich total drüber geärgert. Das hat nicht so schön klappt. Na gut, dann gehen wir hier runter. Na. Schleimding. So. Schauen wir mal, was wir hier ausgebuddelt bekommen vielleicht. Naja, immerhin eine Magma-Geode. Fledermaus. Erwischt. Auch noch eine Geode. Na, da können wir vielleicht was Schönes drin finden. Wow. So, das Vieh da oben. Ups. Naja, hier wäre auch lang gegangen. Hey, guck mal. Guck in die richtige Richtung. Wo willst du denn hin? Blöde Fledermaus hier. Boah, ey, warum guckst du hier? Na, nach unten. Weil der Gegner oben ist, ne? Das klang aber noch nach
Ach, noch eine Fledermaus. Okay, da geht schon mal runter. Wo ist sie? Wo ist sie? Da, da kommt sie. Komm doch her. Ja, ich glaube, ich sollte die Spitzhacke auf 2 tun. Okay, da ist soweit nichts mehr. Und wir gehen nochmal ein Stückchen tiefer. Oh, hier können wir aber vielleicht auch ein bisschen was ausbuddeln. Ja, zumindest Lehm. Bisschen Gold. Nochmal Lehm. Naja. Aber Gold haben wir hier ein bisschen. Wenn wir den treffen. Da hinten war noch so ein kleiner Schleim. So. Frei das hier. Wir wollen alles haben. Da geht's wieder runter. Ich dachte schon, ich hätte ihn. Aber anscheinend hatte ich ihn nicht. Bin gespannt, ob das ein bisschen reicht, um ein wenig Dinge zu bekommen. Minenerfahrung. Also nicht Minenerfahrung, Kämpfererfahrung. Minenerfahrung, habe ich die eigentlich voll? Ne, könnte ich auch noch gebrauchen. Hacken tue ich ja hier ordentlich. Ach komm schon. Da ist noch mal ein bisschen Gold. Vielleicht muss ich aber auch nach Hause. Das ist heute eh die letzte Stufe hier. Also Ebene. So, einmal noch hier buddeln. Nix drin. Schade. Brauche ich hier immer noch ein paar Artefakte, ne? Zack. Aber wenn die einen anspringen, dann kriegen die einen immer. So. Jetzt machen wir hier noch eben Buddel. War aber nichts drin. Gut, gut. Dann schauen wir mal, dass wir nach Hause kommen. Ein bisschen was haben wir ja erreicht. Ja, ein bisschen Gold, ein bisschen Kohle, ein bisschen Steine. Bus an der Stelle bitte. So, Brego. Und ich denke mal, so ein bisschen für den Skill sind wir auch weitergekommen. So, also Kohle. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Bei Kohle kann ich jetzt eigentlich nochmal gebrauchen, um nochmal Kupfer zu machen. Mann, oh Mann, Mann. So, dann da. Nochmal Kohle. Okay. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Golderz natürlich. Das genauso. Ne, hier habe ich nichts. Aber hier, die Geoden. Aber hier, aber da. Die Essenz, die Flügel. Das müsste. Ne, hier nicht. Hier reinkommen. Warum habe ich hier auf einmal eine Fackel? Habe ich jetzt die Fackel geklaut? Oder hatte ich die. Hatte ich wahrscheinlich eine Mine gefunden, ne? Gut. Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte was einlegen. Nein, die war Aubergine. Radieschen, Tomaten haben wir hier eingelegt. Und Kürbisse. Da kriegen wir nochmal gut Geld. So. Da, da, da.
Rein damit. Haben wir hier wieder die Kupferbarren. Sehr schön. Und dann können wir ab ins Bett, Brego. Wird auch allerhöchste Zeit hier. Ist schon wieder Nacht. Ja, ins Bett. Ja! Minenarbeit, Stufe 9. Spitzhackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept, Kristallarium. Ja gut, das Ding schmeißt bei uns ja ganze Diamanten raus. Aber leider keinen Kampf hochgekriegt. Aber immerhin. Haben wir zumindest die Mine weiter, also bekommen. So. Da war ich aber daneben. Ne, eins fehlt da noch zum Meistern. Angeln, ja. Gucken wir so eh, dass im Winter noch ein bisschen was angeln. So, Wetterbericht. Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Königin der Soßen, grüß dich, ich bin Königin der Soßen. Brombeerpastete, dieses Rezept hat hier erinnert mich immer an Sterntauteil. Das hatten wir schon. Du weißt bereits, wie man das macht. So, hast du heute Zeit mit Jenny verbracht? Würde ich gerne mal, aber die pennt immer nur. Die pennt immer nur. Mach doch mal auf, mach doch mal auf. Schlafmütze hier. Ah, ich war ja nicht im Keller. Gucken, ob wir da jetzt Geld machen können. Immer noch nicht. Mann, 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 das dauert ja Ewigkeiten. Wie lange dauert das? Dass man da mal was von sieht. Aber weit komme ich aber mit der Gießkannenfüllung jetzt auch nicht. Tag 24 haben wir. Ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt, dass ich wirklich immer noch mehr versuche, meinen Kampfskill hochzubringen. Weil das war schon nicht ohne. Was brauche ich denn zum Herstellen von diesen Bomben? Im Moment, da war schon. Hier. Golderz, Solar- und Schattenessenz. Eisenerz, Kohle. Ja. Das ist natürlich schon nicht schlecht, das Ding, ne? Löst eine mächtige Explosion aus, nur unter extremer Vorsicht benutzen. Löst eine Explosion aus. Pass auf. Ja, irgendwann müssen wir das damit klarkommen. Auf jeden Fall will ich gucken, dass ich nicht mehr da so ein Loch runterspringe. Weil das ist ja. Ich war ja fast tot. Weil ich da das Loch da runtergefallen bin, mehrere Stufen direkt. Ah, jetzt bin ich ein bisschen daneben. Aber nicht schlimm. So. Dann mal schnell hier wieder rein. Die ganzen Hühner hier. So. Also sind ja nicht nur die Hühner, man sieht ja auch wegen der ganzen Mayonnaise-Dingen hier teilweise Sachen einfach nicht. Aber es wäre einfach mal so schön, wenn er wirklich mal das klicken würde, wo man auch mit der Maus drauf ist. Und nicht einfach irgendwas anderes, was kilometerweit entfernt ist. So, und noch einmal ein Ei. Wieder alle hier rein. Ach, ich habe das Zeug hier mit mir rumgeschleppt. Kann mich immer nie an den Kühlschrank vorbei. So. Die Schafe, die haben echt Wolle ohne Ende. Da noch mehr in die Melone. Nein. Die ist silbern. Eins. So. Achso, ich wollte ja eigentlich das Ding, was ich hier dran. So, hier habe ich nie. 1, 2, 3, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. So. Und so.